Das hier ist eine Akupressurmatte, die Verspannungen sowie Blockaden lösen kann und zusätzlich gegen Schlafprobleme, Stress und sogar bei der Regeneration und bei viel mehr helfen soll. Aber was genau ist an dem Trend dran, da die Versprechen im Netz ziemlich hoch sind? Deswegen liege ich seit über einem Jahr täglich auf so einer Matte. Oh, das ist sehr unangenehm. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt genau dasselbe wie ich. Wie sollen da Nadeln bei helfen? Denn ich habe ein großes Problem mit Verspannung und Blockaden, die sich bis zu Rückenschmerzen entwickelt haben. On top sind die Verspannungen meistens so stark, dass sich dadurch auch Migräne auslöst und dass ich quasi den ganzen Tag im Bett verbringe. Generell bin ich durch das ADHS sowieso stressanfälliger und habe auch wie jeder andere Schlafprobleme. Und durch Social Media habe ich dann diese Matte gefunden und direkt ausprobiert, da ich Produkte mag, die man einmal kaufen kann und die dann auf kurz oder auch lang helfen. Aber wie genau funktioniert das jetzt? Die ganz vielen kleinen Nadeln üben einen punktuellen Druck auf die Oberfläche der Haut aus, was natürlich die Durchblutung anregt und für einen Schmerz sorgt. Dadurch steigt der Stresspegel, aber auch der Abfall, die Regenerationsphase, und man ist ruhiger wie zuvor. Ähnlich wie bei einer Zigarette, nur ohne die ganzen Nebenwirkungen. Das soll nicht nur ein Stressrelease sein, sondern auch gleichzeitig die Regeneration fördern. Und falls das stimmt, sind die 20 Euro wirklich sehr gut investiert auf Langzeit. Aber was genau wird jetzt empfohlen? Für den Anfang sollte man sich einen weichen Untergrund suchen oder sein T-Shirt anbehalten. Das machen wir natürlich nicht, weil ich absolut männlich bin und Schmerz tolerieren kann. Deswegen gehen wir mit nacktem Oberkörper drauf. Am Anfang passiert jetzt Folgendes. Ich lege mich ganz entspannt auf die Matte und lass auch schön das Nadelkissen in meinem Kopf reindrücken. Viele finden das unangenehm. Es schmerzt auf jeden Fall am Anfang deutlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es übertrieben vom Schmerzempfinden. Es gibt viele Reaktionen auf Social Media, die wirklich viel zu übertrieben sind. Es fühlt sich jetzt so an, als würden sich die Spitzen durch meinen Rücken bohren. Ich merke auch, dass meine Temperatur im Rücken ansteigt, wenn mich jetzt hier nicht irgendwelche Fliegen nerven würden. Jetzt schon ein paar Minuten später merke ich auf jeden Fall, wie die Entspannung so langsam eintritt. Ich nehme die Spitzen jetzt gar nicht mehr wahr. Es ist, als wäre ich mit der Matte wirklich eins. Es ist verrückt. Und es fühlt sich irgendwie so an, als würde der Körper irgendwie aufatmen. Also ich fühle mich irgendwie schwerelos, leicht. Fühle mich auf jeden Fall entspannt und Gedanken habe ich keine. Funktioniert auf jeden Fall besser mit Matte als ohne, also rein auf dem Boden liegen, von der reinen Gedankenkontrolle her. Und wenn ich die Position verändere, kann ich natürlich den Druck verlagern auf der Matte. Viele beschreiben dieses Gefühl der Matte für Selbsthilfe oder Fürsorge und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich meine, die wenigsten heutzutage nehmen sich auch wirklich Zeit für sich. Die 20 Minuten gerade auf der Matte haben wirklich sehr gut getan und der Pump ist auch dementsprechend am Start. Und ich führe gerade ein weiteres Selbstexperiment durch, wo ich meine Schlafverhältnisse anpasse, sprich entweder die Matratze umbau, das Lattenrost umbau oder beides. Kissenwechsel, teilweise auf dem Boden schlafe. Der eingeklemmte Nerv bzw. die Blockade ist in der Zeit wieder öfter zurückgekommen, so auch heute. Ich denke, viele können relaten, wenn sich hier was einklemmt. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr eingeklemmt ist, beziehungsweise dass die Blockade nicht mehr da ist. Was ein unglaublich gutes Gefühl ist, weil so eingeklemmte Bereiche strahlen natürlich auch nach außen auf. Also teilweise geht es bei mir bis in den Kopf. Ich habe aber noch ein paar andere Sachen bemerkt. Dadurch, dass mein Körper punktuell Stress ausgesetzt ist und danach die Ruhephase einklingt, fühle ich mich dopamingeladener und glücklicher. Ein ähnliches Phänomen haben wir bei Kraftsport, wo man den Muskel unter mechanischen Stress setzt und dann später das Dopamin quasi als Belohnung freigesetzt wird, weil der Stress wieder vorbei ist. Das gleiche Prinzip geht übrigens auch bei einer kalten Dusche. Da ist es aber noch mal viel extremer. Ihr seht also, es gibt viele gängige Methoden, die man anwenden kann, die auch nichts kosten, um einen Dopaminausstoß zu bekommen und Glück zu empfinden, weil es dazu auch viel zu wenig im Alltag gibt. Ich habe auch definitiv das Gefühl, dass ich gerade glücklicher bin. Obwohl ich heute sehr schlecht geschlafen habe, laut dem Whoop-Band, bin ich im gerade noch so gelben Bereich, was wirklich für keine gute Erholung steht. Und es sind heute schon ein paar stressige Situationen,
Situation passiert auch so ein paar kleine emotionale Dämpfer und jetzt gerade fühle ich mich einfach nur stressbefreit. Wenn das die Mathe ausgelöst hat, dann ist das jetzt echt schon ein paar Mal vorgekommen. Also diesen Placebo-Effekt würde ich persönlich jetzt gerade ausschließen. Auch dieses Kribbeln ist so ein geiles Gefühl, wenn nach 15 Minuten das einsetzt und man so wirklich in so eine tiefe Entspannung kommt. Aber genau diesen Zustand erreicht man auch ohne die Mathe, mit reiner Meditation, was ich auch schon öfter geschafft habe. Apropos Meditation, wo ich damit angefangen habe, hatte ich am Anfang Probleme, wirklich in die Meditation reinzukommen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Akupressurmatte hat mir geholfen, wirklich ruhig da zu liegen und einfach mal meine Gedanken kommen zu lassen. Das hilft besonders gut in wirklich schwierigen, stressigen Situationen. Was ist denn jetzt mit den Versprechen, dass diese Matte beim Schlaf helfen soll? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich liege meistens abends im Bett und wenn ich dann mal einen stressigen Tag hatte, dann rattern die negativen Gedanken nur so durch meinen Schädel, wo ich Probleme habe, einzuschlafen. Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwie unter Strom, geladen. Wie soll man da auch bitte einschlafen? Das gleiche habe ich auch manchmal morgens und es ist ja völlig natürlich, dass morgens der Cortisol-Peak, also das Stresshormon, ausgeschüttet wird, damit wir wacher werden und den Alltag starten können. Aber bei mir dauert das echt ziemlich lange. Also bin ich in den Test reingegangen, abends vor dem Schlafengehen 20 Minuten auf die Matte und morgens nach dem Aufstehen, nach der täglichen Routine auch 20 Minuten auf die Matte. Ich wollte damit diese zwei Stresszeiten, die mein Körper erfährt und wo ich Ruhe brauche, vollkommen eliminieren. Oder zumindest da eine Hilfe hinschaffen. Das ist wirklich verrückt. Nach den ersten 5 Minuten fängt schon an, der Stresslevel in die Höhe zu gehen. Mein Herzschlag fängt an, deutlicher, kräftiger und schneller zu schlagen. Es ist wirklich so, als wäre man auf einem Live-Konzert. Nach 10 bis 14 Minuten nimmt dieser Herzschlag ab und man fühlt sich ruhiger und entspannter. Und man kommt schon in eine Art meditativen Zustand. Und da ich gerade meinen Schlaf am Tracken bin, kann ich sehr gut erkennen, an den Tagen, wo ich abends auf die Matte gegangen bin, habe ich teilweise bis zu 5% mehr REM-Schlaf. Also Rapid Eye Movement, das ist der Schlaf, die Schlafphase, wo wir uns wirklich erholen und Energie tanken und das Gehirn Geschehnisse aus dem Alltag verarbeiten kann. Aber wann genau benutze ich die Matte jetzt eigentlich? Zusätzlich zu meiner Morgens- und Abendsroutine immer nach dem Sport. Ich gehe momentan 4 bis 5 Mal die Woche zum Kraftsport und es wird sich direkt nach der Mahlzeit dann auf die Matte gelegt. Und das alles, um die Regeneration nochmal zusätzlich zu fördern. Am Anfang waren das also 10 bis 14 Mal pro Woche. Das ist mittlerweile weniger geworden. Ich nutze sie jetzt nur noch nach Bedarf und es verläuft sich so auf 5 bis 7 Mal die Woche. Meine Rückenschmerzen sind definitiv besser geworden, aber auch in Kombination mit denen, also Mobility, morgens oder abends oder auch nach dem Sport. Und ich habe generell das Gefühl, dass durch die Akupressurmatte sich das Dehnen an sich einfacher anfühlt. Auch meine Schulterfehlstellung hat sich vom Gefühl her verbessert und ich meine auch zu erkennen, dass sich die Haltung dadurch wenigstens minimal verbessert hat. Ich bin ein Freund von wissenschaftlichen Daten. Warum sollte ich dann auch einen Tracker nicht verwenden? Es gibt aber leider kaum welche zu Akupressurmatten. Es gibt einige zum Thema Akupunktur oder eine indische Nadelmatte, wie man es traditionell früher wie auch heute verwendet in Indien selbst. Aber es gibt keine zu Akupressur. Zumindest nicht so viele, dass man da wirklich eine gute Conclusion rausziehen kann. Es ist also wie immer so eine Art Try and Error. Fazit. Für mich lohnt sich die Matte definitiv, gerade weil es ein tolles Langzeitinvest ist. Ich habe es sogar teilweise vermisst, wenn ich auf Reisen war, zum Beispiel zur Messe in Frankfurt vor ein paar Wochen. Ich hätte in dem Moment wirklich alles gegeben, um nur kurz auf dieser Matte liegen zu können, weil Messe ist immer ziemlich stressig. Und dadurch, dass die Matte wenig kostet, teilweise 20 bis 50 Euro, es gibt auch welche mit so 1000 Euro, die sind dann wirklich so eher im Luxusbereich, weil man auch sofort eine Erholung spürt und ich will gar nicht wissen, wie noch weiterhin auf Langzeit die Benefits davon werden. Ich bin auch nicht gepartnert mit irgendeiner Matte oder irgendeinem Unternehmen, das solche Matten herstellt. Ich möchte euch aber trotzdem die Möglichkeit geben, das Ganze mal auszuprobieren und habe einen Affiliate-Link dazu in die Beschreibung gepackt. Dadurch unterstützt ihr auch noch diesen Kanal und diese Videos. Man muss sich aber eine Sache ganz klar bewusst werden und zwar ist es ein Hilfsmittel, aber nicht die Wurzel allen Übels. Also man kann dadurch wirklich sehr gut Probleme präventiv behandeln, aber die Ursache liegt meistens immer woanders. Und dann kommen solche Sachen wie Dehnroutine oder Kraftsport wirklich besser dran. Aber meiner Meinung nach kann man hier
nichts falsch machen. Wo man auch nichts mit falsch machen kann, ist natürlich gesunde Ernährung. Und zusätzlich kann man da auch Nahrungsergänzungsmittel zugreifen, die man so im Alltag gar nicht so wirklich zu sich nimmt. Ein großes Beispiel dafür ist zum Beispiel Magnesium. 250 Milligramm, und das predige ich wirklich jetzt jedes Mal, vor dem Schlafengehen sind wirklich ein absoluter Gamechanger. Aber auch morgens für den Tag, damit das Nervensystem zusammen mit B-Vitamin auch für den Alltag vorbereitet ist. Und sind wir mal ehrlich, wir haben alle solche Tage, wo die Ernährung einfach keinen Platz findet. Mein Partner ist da, wie immer Prozis. Ihr könnt 10% sparen mit meinem Gutscheincode, der in Kombination mit anderen Gutscheincodes auch kombiniert werden kann. Und dann kriegt auch ihr zusätzlich noch Gratisartikel zu eurer Bestellung. Das Ganze supportet mich natürlich auch. Habt ihr noch weitere Gadgets, die ich unbedingt testen soll, die vielleicht den Alltag verbessern? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und ein Like würde mich und den Algorithmus unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Haut rein, Peace!